Es war ein Irrtum, sicher war es nur der Weg. Eine höllisch bittere Pille gibt dem Neffen nicht zu schlucken. Und ein Rindvieh will ich heißen, ja, ein Ochsen will ich heißen, setz ich meinen Kopf nicht durch. Und ein Rindvieh will ich heißen, ja, ein Ochsen will ich heißen, setz ich meinen Kopf nicht durch. Ist's gestattet? Nun mehr avanti. Also, Ruhe, nur die Ruhe. Ich vergehe fast vor Spannung und das Bräutchen hab ich schon. Danke, dank euch, das ist ja herrlich. Ach, der Arme, komm, das eine wie für euch geboren, eine wie für euch geboren, spitzt jetzt eure beiden Ohren. Hört gut zu, was ich euch sag. Ja, ich spitze beide Ohren. Hört gut zu, was ihr mir sagt. So höret. Sie gleichet einem Engelsbild, das hier auf Erden lebt, gleicht einer schönen Rose. Strebet lachende schwarze Augen, die für die Liebe taugen, und ihre dunkle Lockenpracht bezaubert ein jedes Herz. Bezaubert jedes Herz. Die soll für mich sein, so fühl ich, wie mich das Mädchen untermacht. Ja, diese soll der Engelsbild wie eine reine sie fesselt durch Bescheidenheit, gewinnt durch schlichte Güte, milde dich gegen Arme voll ja, für sie alle.
als einziger Mann. Familie vermögend und angesehen, der Name Malatesta. Seid ihr mit Verwandten so drei Ecken? Nun ja, und inwieweit denn? Sie ist meine Schwester. Oh, Schwager! Und wann kann ich sie sehen? Wann wird es mir vergönnt sein? Ob der Tag zu Ende geht. Ja, wirklich, noch heute, noch heute. Ich kann es kaum erwarten, ich kann es kaum erwarten. Ihr müsst ein wenig warten, ihr müsst ein wenig warten. Seid doch nicht gar so aufgeregt. Ach, ich kann es kaum erwarten. Ihr müsst ein wenig warten. Ach, ich halte es kaum noch aus. Bald kommt sie her zu euch. Wahrhaftig. Wenn ihr fertig seid, dann bringe ich sie her. Mein Lieber, beruhigt euch. Mein Bester, so hört doch. Keine Worte, doch wird's. Gib kein Wild, gib kein Wild. Behalt euch, behalt euch, sonst komme ich noch hoch. Seltsamer Feuerbrand in meinem Herzen, kaum noch ertrage ich der Liebe Schmerzen. Ich will vergessen alle Beschwerden, heut ist mir gerade so, als wär ich 20. Komm doch, beeile dich, hol es das Wesen, ein herrlich Leben werden wir haben. Glücklich sein, fröhlich sein, ein ganzes Leben. Oh, welche Seligkeit, Gatte zu sein. Glücklich sein, fröhlich sein, ein ganzes Leben. Oh, welche Seligkeit, Gatte zu sein. Komm doch, beeile dich, hol es das Wesen, ein herrlich Leben werden wir haben. Oh, welche Wahrheit. Ein Dutzend Kindchen werden wir haben. Oh, welche Wonne, Gatte zu sein. Oh, welche Wonne, Vater zu sein. Oh, welche Wonne, Vater zu sein. Oh, welche Wonne, Vater zu sein. Heiratswütig auf seine alten Tage. Und das nur, weil ich ihm meine Schwester so schmackhaft gemacht habe. Hast du eine Schwester? Nein, aber Pasquale will ja auch gar nicht heiraten. Will nicht? Soll nicht. Er tut nur so, als ob er heiraten will. Nur um seinen Neffen Ernesto partout zu enterben. Unseren Ernesto? Ja, seinen Neffen, unseren Freund. Weil der immer noch die arme Nachbarstochter und nicht die reiche Witwe. Immer noch die reiche Witwe? Nur die reiche Witwe soll Ernesto heiraten. Sonst? Sonst? Enterbung. Und Ernesto? Ernesto? Sempre Norina. Armer Ernesto. Glücklicher Ernesto, denn ich, Dottore Malatesta, hatte einen Einfall. Aus Pasquales plötzlicher Heiratswut lässt sich was machen. Ich habe... Das ist unangenehm. Jetzt ist Ernesto schon an seinen Onkel geraten und viel zu früh und der wird ihm alles erzählen. Na und? Ja, Ernesto kennt doch meinen Plan noch nicht und wird wie immer die größten Dummheiten machen, weil entweder die reiche Witwe... Oder sonst ist es aus mit dem Erbe und dem schönen Nichtstun beim Onkelchen Pasquale. Dann hat er zwar seine Norina, aber sonst nichts. Nichts? Nix. Sehr unangenehm. Auch für uns? Naja, ich überlege ja schon. Wir müssen ihm unbedingt helfen. Wir? Ja, wir. Ich werde euch noch brauchen. Von hier aus habe ich das Terrain besser unter Kontrolle. Mit Herrn Pasquale. Eine Gattin? Ja, mein Lieber. Wirklich? So wahr ich leibhaftig hier stehe. Ach, verzeih die Überraschung. Will mich vermählen. Oh, diese Narrheit, will euch vermählen. Wie oft soll ich's noch sagen?
Ich, Pasquale aus Corneto, im Besitze aller Sinne, wie ich hier so vor dir stehe, wie ich hier so vor dir stehe, habe ich die große Freude, dich davon zu unterrichten, dass ein Weib ich mir erwählt, dass ein Weib ich mir erwählt. Sagt ihr Scherz wohl? Scherzen mitnichten. Ja, ja, ihr Scherz wohl. Morgen wirst du es erleben, bin ich auch nicht junger Jahren, konnte ich mir doch bewahren, durch Gattungen zusammenwandeln, Saft und Kraft und frischen Mut. Ihr indessen, mein Herr Neffe, packt euch schleunigst aus dem Haus, ihr indessen, packt die Koffer und dann schleunigst aus dem Haus, und dann schleunigst aus dem Haus. Siede des alten Narren, macht zunichte meinen Plan, den schönen Plan. All das der Traum meines Lebens, den oft ich träum, deshalb entsag ich dir. Er mag es nur ertragen, nur ertragen, nur ertragen. Ich dir. Er mag es nur ertragen, ich will das nicht verzeihen. Geliebte, ich kann dich nicht in Armut sehen, Geliebte. Deshalb entzag ich dir. Ich werde es ihm schon zeigen, diesen Dickkopf. Noch zwei Worte, lieber Onkel. Aber gerne, ich steh zu Diensten. Wie bekannt kann einer sich irren, wär's nicht besser, sich zu beraten. Der Herr Dr. Malatesta scheint dazu mir sehr geeignet. Ja, sehr richtig. Und so fragt ihn doch. Das ist alles längst geschehen. Widersprach er? Nein, von dem Plane war er ganz und gar begeistert. Er war begeistert. Unter uns ganz im Vertrauen. Sieh, du weißt schon, jenes Mädchen. Doch vertraulich. Sie ist seine Schwester. Seine Schwester. Was hör ich? Seine Schwester. Seine Schwester. Hat er eine? Ganz gewiss. Ganz gewiss.
meine Leiden. Ihr muss ich jetzt entsagen, ihr, dem ich so vertraute, blunde, treue Mitverrat. Könnte wohl je auf Erden Trost meinen Qualen werden, gibt es auf Erden Leiden, die meinen eigenen gleich. Könnte wohl je auf Erden Trost meinen Qualen werden, gibt es wohl ein Leid, das meinem eigenen gleich. Man nehme. Die Diagnose ist eigentlich ganz einfach. Das ist ein typischer Fall von epidemischer Liebestollheit. Doch was verschreibt man am besten dagegen? Vielleicht eine kleine Intrige. Manche werden da ganz allergisch. Allergisch? Auf was? Auf die Damen. Bekommen dann vielleicht einen kleinen Brechreiz oder Schlimmeres. Und am Ende sind sie kuriert von den Damen. Gar keine schlechte Therapie, was? Ja, und das Rezept? Ein ganz besonderes Gift. Norina. Norina? Aber die... Ich weiß, Pasquale hasst sie. Aber alle anderen lieben sie. Nur eben Pasquale nicht. Dabei hat er sie noch nie aus der Nähe gesehen. Aber ihr Häuschen hat er immer vor der Nase. Das sitzt auf der Gartenmauer wie eine Pestbeule, hat er mir gesagt. Und es würde ihn stören, wenn er in seinem Garten Lust wandelt. Dabei hat er schon 100-mal versucht, es ihr abzukaufen. Mit allen Mitteln hat er es versucht, aber sie, nein. Und wir? Wir haben die Schwierigkeiten. Und als ihm dann auch noch Ernesto eröffnet, dass er in keinem Fall die reiche Witwe heiraten will, die Pasquale so liebevoll für ihn ausgesucht hatte, sondern Norina, jene Norina. Seitdem ist Feuer unterm Dach und Pasquale ist zu allem bereit, nur um seinen Neffen zu enterben. Sogar zur Heirat. Er will lieber selber heiraten auf seine alten Tage. Er singt schon von Kinderlein. Und dabei kann Don Pasquale und sein Neffe froh sein, ein so hübsches Mädchen im Haus zu haben. Sie ist ziemlich wild. Lebhaft. Und frech. Aufgeweckt. Und nicht sehr gebildet. Sie liest so viel und alles eure Bücher. Also, Norina wird Pasquale kurieren. Dazu brauchen wir erst... Neue Kleider. Schminke reicht. Einen Friseur. Und fertig ist meine Schwester Sophronia. Oh, schaut nur, seht selbst, welchen Spaß und Gewinn sie aus ihrer literarischen Bildung bezieht. Immer nur liest sie. Aber dieses Buch hat sie nicht von mir. Ich gehe zum Schneider. Das hat sie von Ernesto. Der schreibt nicht gerne Briefe, der schickt lieber Romane, die seine Gefühle erklären sollen. Thank you.
das Mädchen ist wunderbar. Norina, die passt herrlich in euren Plan. Was für einen Plan? Um den Neffen daran zu hindern, dich, Norina, zu heiraten, um Ernesto zu enterben, will Don Pasquale sich kurzerhand vermählen. Hör zu, ich bin sein Hausarzt. Zwar rede ich ihm zu dieser Heirat, aber insgeheim betreib ich lediglich euer eigenes Interesse, wenn ich mich auch verstelle. Meine Schwester will Pasquale zur Gattin sich erwählen. Er hat sie nie gesehen, doch sehnt er sich schon dringend nach dieser Ehe. Und du spielst meine Schwester. Er sieht dich und wird schmelzen. Oh, bravissimo! Und er nimmt dich gleich zur Gattin. Verkleidet muss Eulalia als Notar dann fungieren. Was sonst zu tun bleibt, das ist dann deine Sache. Du musst ihn plagen, quälen, so dass er froh ist, dich an seinen Neffen loszuwerden. Und dann... Herrlich, hab verstanden. Eine Probe. Will ich helfen, weil ich sein Freund bin, darum tu ich dies alles für Ernesto und für Norina. Es auch bedauere, doch das Qualle fällt doch frei. Und wenn ich es auch bedauere, doch das Qualle fällt doch frei. Denn Ernesto will ich helfen, als sein Freund tu ich dies alles für Ernesto, für Ernesto. Und wenn ich es auch bedauere, Don Pasquale fällt drauf rein. Don Pasquale, Don Pasquale, Don Pasquale geht auf den Leim. Und wenn ich es auch bedauere, Don Pasquale geht auf den Leim. Don Pasquale geht auf den Leim. Ja, Pasquale. Ja, Pasquale, fällt drauf herein. Also sagt schon, was ich tun muss. Eine Rolle musst du mir spielen. Spiel ich die Stolze? Nein. Stelle ich mich traurig, traurig. Nein, nein, das halte ich nicht für richtig. Oder weil. Nein, 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 nein. Oder
nein, das halte ich nicht für richtig. Passt mir gar nicht, ganz und gar nicht. Übersehen, sei doch still, pass nur auf und hör mir zu. Spiele die dumme Gans vom Lande. Ein dummes Gänschen. Ein dummes Kätzchen. Pass nur auf, was ich dir sage. Dieser Rollen legt mir Glänzen. Schief den Hals und leise reden. Ach, wir machen eine Probe. Ja, wir machen eine Probe. Ach, ich schäm mich. Bravo, bravo, bravo. Bin vom Land. Bravo, bravo, das ist herrlich ausgezeichnet. Wird es gehen. Bravo. Dann. Bravo. Bitte. Bravo. Bitte, ja, das ist schön, ein Bravo, bitte, ein Bravo, danke, ja, ausgezeichnet, ja, hab ich ihn, bitte, richtig, danke, bravo, danke, bravo, bitte, ja, du bist herrlich, 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 ausgezeichnet, ja, das jetzt den Hals verbiegen. Ganz schief. Bravo. Und ein Mäulchen, Mäulchen machen. Jawohl. Ein Bravo. Voran, voran, nun lasst uns ein, zum herrlichen Herrn. Liebe erfüllt mich, ja, liebe, liebe. Ja, eilen wir zum löblichen Werke, denn die Liebe, ja, die Liebe gibt uns Stärke. Wenn wir kühn das Spiel probieren, so wird leicht das Ziel erreicht. Dumpas Falle zu besiegen, lasst uns rasch zu Werke gehen. Dumpas Falle zu besiegen, lasst uns rasch zu Werke gehen. Dumpas Falle zu besiegen, lasst uns rasch zu Werke gehen. Dumpas Falle zu besiegen, lasst uns rasch zu Werke gehen. Den Bogen und der Pfeil reicht sein Ziel. Spann den Bogen und der Pfeil reicht sein Ziel. Pfeil reicht sein Ziel. Ja, der Pfeil reicht sein Ziel. Er verliert das Spiel. Bitte. Bravo. Danke. Ausgezeichnet. Ich bin das Geld. Prächtig. Bitte. Bravo. Danke.
ich zugewandt. Wenn der Doktor gekommen ist mit seiner Begleitung, dann ist für alle, pass gut auf, was ich sage, der Eintritt untersagt. Wenn du nicht aufpasst, dann kannst du was erleben. Verstanden, verschwinde! Bin ich auch über 60? Vorsicht, das darf das Bräutchen ja nicht hören. Hab ich mich doch im Ganzen recht gut gehalten. Ein ganz klein wenig Puder kann nie schaden. Sie kommen! Großer Gott! Auf dir ruht meine Hoffnung, Gott amor. Nur nicht schüchtern. Ach, ich kann nicht. Kommt gerade aus dem Kloster und so ist es ganz verständlich, dass sie gar so in Verwirrung, alles ist ihr noch so Stimme, Aussehen, Stimme, Aussehen, Unbesehen, Stimme, Aussehen und Benehmen. Alles zeigt den schlichten Sinn, und sie wäre ein wahres Wund. Stimme, Aussehen und Benehmen, die Schönheit damit schlicht. Und sie wäre ein wahres Wund. Alles die Schönheit damit schlicht. Und sie wäre ein wahres Wund. Alles die Schönheit damit schlicht. Schwester, nur nicht ängstlich. Ich hab Angst, wenn ich allein bin. Liebe Schwester, warum so furchtsam? Ich bin auch da, und Don Pasquale. Himmel! Nur mutig, nicht zu ängstlich, ach Doktor, ach Doktor. Ein Mann hier, ein Mann hier, zur Hilfe. Sie ist reizend, sie ist reizend. Ach, ich sehe dieses Reizen, dieses Luder ist entzückt, ein reizend und bescheiden. Mach den Alten ganz verrückt, liebe Doktor, sie ist reit, dieses raffinierte Wesen, ich war, ich bin ganz lieb. Sie
reimen. Und wir reihen noch der schlichte Sinn. Himmel auf Himmel, sind wir reiten. Und wir reihen noch der schlichte Sinn. Man muss Zeit doch. Sie ist reizend in der Tat. Bescheiden und der Ried. Ha, sie macht ihn ganz verrückt. Und ich zähme nach Gebühr. Ich zähme nach ganz zu, sei nicht ängstlich, Siston Pasquale, der beste von unseren Freunden, ein Musterbild der Höflichkeit. Willst du ihn denn nicht begrüßen? Danke, bitte. Oh Gott, welch zartes Händchen. Diese Schlacht scheint gewonnen. Oh, diese Esel. Ganz bezaubernd, doch der Schleier, nie würde sie es wagen, ohne Schleier zu treten vor einen Mann. Stellt ihr erst ein paar Fragen und lernt ihr euch ein wenig näher kennen, dann wird man sehen. Verstehe, nun gut, ich frage. Es ist mir eine Ehre, heute mit seiner Schwester meinen Freund Malatesta, das heißt, ich wollte sagen... Ganz durcheinander. Gib doch Antwort. Oh, vergebt mir, bin so schüchtern. Nun erlaubt mir die Frage, hat das Fräulein am Abend gern Gesellschaft? Nein, durchaus nicht, denn im Kloster ist abends man alleine. Doch ihr geht ins Theater. Ich weiß nicht, was das sein soll. Will's auch nicht wissen. Das ist wirklich sehr löblich. Doch manchmal muss man die Zeit sich doch vertreiben. Beim Kochen und beim Nähen, so wie beim Stricken, beim Putzen und beim Flicken, wird rasch die Zeit vergehen. Oh, diese Bestie. Genau wie ich es liebe. Der Schleier stört schon sehr. Liebe Sophronia! Sophronia! Ja, willst du nicht dich entschleiern? Ich wag's nicht vor deinem Mann. Doch ich befehl es. Gut, denn will ich es tun. Bei allen Heiligen, was ist, sprech doch. Diese Schönheit, sie ist bezaubernd. Um Gottes Willen, Doktor, frag sie doch, ob sie mich haben will. Gelebt ist meine Zunge, bald schwitzig, bald frier ich. Ich sterbe. Nicht verzagen, sie scheint euch sehr gewogen. Ich will sie fragen. Liebes Schwesterlein, sag mir, wäre es möglich, ganz einfach, könnt der Herr dir gefallen? Ich traue mich nicht zu sprechen. So sprich doch. Ja, na wart, du alte Esel. Sie gab euch ihr Ja-Wort. O Seligkeit, nun bist du mein. Das willst du bald bereuen. Lasst rasch uns zum Notar gehen. Ich habe schon mit Vorbedacht den meinigen gebeten, ihr wartet draußen. Darf ich ihn holen? Der Gute, er denkt wirklich an alles. Bitte!
Herr Notarius. Erscheinen, etc. Sophronia Malatesta, gebürtig aus etc., genauso wie bei Dingsda, sowie auch dort etc. Pasquale aus Cornetto, etc. etc. Genau mit allen Titeln, wie es üblich. etc. Die beiden, die zugegen, erwägen, erwägen, mit Gottes Segen. Siegen! Heute für Zeit und Ewigkeit die ewige Arbeit zu gehen, zu gehen. Habt ihr's geschrieben? Geschrieben! Sehr schön. Und nun schreibt noch weiter. Das Dom etc. Die Hälfte seines Vermögens, wie wenigstens sowie Grundbesitz, an seine Gattin zedieren, Schmuckgeld und Möbel etc. soll alles ihr so eigen sein. Wir teilen halb und halb. Da steht es. Und dann befiehlt er noch. Och, sie sei zu respektieren, ihren als unumschränkte Herrin, Herrin und ihren Wünschen und Befehlen hat so von jeder Einzelne im Hause zu gehorchen. Horchen. Ein jeder soll ihr dienen, ihnen voll Eifer, wie es sich gebührt. Wahrhaftig zu viel Großmut, zeigt euer edles Herz. Wahrhaftig zu viel Großmut, zeigt euer edles Herz. Nun noch die Namen. Ich bitte. Hier ist der meine. Komm, liebe Schwester, und setze die Unterschrift hierher. Doch fehlt ein zweiter Zeuge. Was für ein Zeuge? Zwei Zeugen müssen sein. Was soll das? Ihr Halunken! Ernesto! Ernesto! Und weiß von gar nicht. Rita, Ernesto verwirft den ganzen Plan. Hinein, hinein, weiß von gar nicht. Einen Verbrecher, verwehrt man mir das Haus. Es gab Geschäfte, kommst du jetzt uns ergelegen. Du kamst bei meiner Heirat als Zeuge gleich fungieren. Drum kommst du sehr gelegen, Herr Neffe, die Frau Tante. Was sag ich? Halt den Mund! Oh Gott! Verruhig! Nein! Bald wird dir das klar! Ist ja nur ein Traum! Nein, deine Tante! Das kann unmöglich sein! Ha, mach mir hier keine Szenen, das ist doch nur Theater. Es dient zu deinem Besten, ich bin doch dein Berater. Doch wenn du sie verlieren willst, so mache nur Skandal. So grüne seine Schwester! Das ist doch nur Theater. Was soll ich davon denken? Es dient zu deinem Besten, ich bin doch dein Berater. Ja, doch ja, wenn du das sie verlieren willst, so mache nur Skandal. Ja, den Verstand, ja, den Verstand, ja, den Verstand. Ich liebe den Verstand, ja, ich
unterschreibet, ist der Kontrakt perfekt. Nun ist die Ehe geschlossen. Das wird ihn bald verräumt. Mein Liebling, nicht gar so stürmisch, bezähmt das heiße Feuer. Zuerst fragt Erlaubnis. Ist es gestattet? Nein! Was ist da lächerlich, du alter Flegel? Das ist ja unerhört. Marsch aus dem Hause, scher dich zum Teufel! Nun hör doch, ich bin sprachlos. Was soll das sein? Beruhigt euch, ich spreche gleich mit ihr. Ja, ich spreche sogleich mit dir. Ein Mann wie ihr, der alt schwach, mit grässlichen Manieren, kann keine zarte junge Braut galant spazieren führen. Oh Gott. Drum fände ich's minder bitter, spielt er hier meinen Ritter. Oh, das geht nicht, Entschuldigung. Oh nein, das kann nicht sein. Kann nicht sein, warum? Weil ich's nicht wünsche. Ihr sagt nicht wünsche. Nein. Nein. Mein lieber Schatz, ich bitte euch, vergesst dies kleine Wörtlein. Wünsche, versteht mir, Pakt. Wünsche, stehen wir allein zu. Ach, doch, doch. Alle im Haus, wir wünschen dir. Befehlen wir im Haus, nur ich allein. Ein kritischer Moment. Doch das ist nicht sein. Stimmt, wenn ich mir was geschieht. Bis jetzt versuchte ich es immer noch im Guten. Pass auf, wenn du mich reizen willst, sollst du die Kronen sehen. Ach, der arme Don Pasquale. Ach, ich versteinert mit einem Mal. Schläger. Ich verzeih es jetzt, liebe Liebes.
pass nur auf, Don Pasquale, das ist Satan Fried in Person. Pass nur auf, das ist Satan in Person. Pass auf, ja, ja. Von den Leuten. Mein Gott, was macht sie jetzt? Nur drei? Das ist wunderbar. Die sind nur gezählt. Mir scheint, dass von der Dienerschaft der Haushofmeister ihr seid. Von heute an bezieht ihr das doppelte Gehalt. Aber ich will das. Aber dafür erwartet ich, dass ihr mir pünktlich gehorcht. Besorgt mir auf die Stelle fürs erste neue Diener. Doch junge, hübsche Leute, wie das für mich ja passt. Bist du nicht bald zu Ende? Ich bin noch nicht zu Ende. Bist du nicht mal zu Ende? Ich bin noch nicht zu Ende. Sehr schön. Prächtig. Das Haus ist sehr veraltet. Veraltet. Und wird jetzt neu gestaltet. Bist du nicht mal zu Ende? Siehst du, den Möbel wirst du? Wieso prächtig? Was sagst du nun? Was sagst du nun? Was sagst du nun? Du bist nicht mal zu Ende. Ganz klar zu sagen, nicht einen Heller. Nicht? Nein, ich bin der Herr im Hause. Ihr könnt mir die Leitung im Haus, wo ich befehle. Ich bitte. Nur wann ich fehle. Herrlich! Ihr seid in Ruhe. So hörlich, du meine Gott, wie recht. Ein unverschämter Pflege. Jünger, ich erregen, so bist du nicht verfehlt. Doch was das war, der war fehlt. Doch viel Beschwächter, es war noch, es war noch, es war noch, es war noch. Ein Pflege. Flegel, ich. Ha, oh, wie hat man mich verraten, mich verraten. In der Hölle muss ich braten. Doch ich halte diese Qualen keine 10 Minuten aus. Als du geliebter Bösen bin ich. Hast du endlich begriffen? Seine bin ich überzeugt. Lieber Schwager, denn ich kann sie ja nicht wissen. Lieber Schwager, geh zu Menschen. Das Haus ist sehr veraltet. Ja. Sie wirft die alten Möbel raus, ja, und kauft sich neue Wagen. Ja. Der Schneider und der Juwelier dazu, die ganze Dienerschaft. Ja, 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 ja. Wie hat man mich verraten? Ja, verraten. Legt euch ein wenig hin. In der Hölle muss ich braten. Lieber Schwager, geh zu Bett.
Fast ein bisschen zu gut. Ein bisschen zu hart. Der arme Pasquale. Ohne mich wäre er mit dieser Furie wirklich verheiratet. Ich bin ein guter Mensch. Meine Intrige ist eine doppelt gute Tat. Sie nützt nicht nur Ernesto und Norina. Sie bewahrt auch meinen Freund Pasquale vor einer großen Dummheit. Und mir erhält sie einen guten Patienten. Hoffentlich. Hey, Giovanni, es ist soweit. Alle Freunde verkleiden sich. Sind schon verkleidet. Bravissimo. Dann alle Freunde zu Pasquale. Sind schon bei Pasquale. Oh, wunderbar. Psst. Wie soll denn das nun weitergehen? Also, Pasquale hat jetzt eine Frau und wenn auch nur... Und die muss er nun schnell wieder loswerden. Vielleicht ist er bald froh, wenn sie ihm eine wieder abnimmt. Genial. Und wenn dann am Ende alles glatt geht, sind alle sehr, sehr glücklich. Alle? Und wir? Auch Seelenärzte stellen ihre Rechnungen. Also, Diagnose und Therapie. Nummer 1. Sein männlicher Stolz ist schon recht angeknackst, denn er steht ganz gewaltig unterm Pantoffel. Nummer 2. Und jetzt geht Norina ihm auch noch an den Geldbeutel. Und an dieser Stelle ist er sehr, sehr empfindlich. Und wenn dann auch noch alle meine Freunde als Diener und als Lieferanten erscheinen, mein Gott, Mamma mia, das wird den Alten fast umbringen. Nummer 3. Wir setzen ihm Hörner auf. Ja, warum eigentlich Hörner? Er ist ja gar nicht mit ihr verheiratet. Ja, aber wie wollt ihr ihm einreden, dass er Hörner aufhat? Ein Nebenbuhler, dem die große Angst einjagt vor der Schande und vor dem Gelächter von ganz Rom. Ein Nebenbuhler? Ja, Ernesto. Ernesto wird ihn blendend spielen, wenn ich Regie führe. Tinte! Tinte? Und Feder. Und Feder. So. Heiß geliebte Norina. Sofronia. Also, heiß geliebte, angebetete Sofronia. Ich brenne, Ausrufungszeichen. Unsere Liebe ist grenzenlos und der alte Pasquale wird sie nicht stören. Ich komme heute Nacht in den Garten. Danke. Ich komme heute Nacht in den Garten. Komm mal, ich will dich küssen. Und kosen. Und kosen. Stelle ein Windlicht in das Fenster, wenn dieser dumme Kerl schläft. Ich werde mein Kommen durch unser Liebeslied kundtun. Dein ewig Getreuer. So, das müsste genügen. Jetzt brauche ich nur noch... Nur verlieren. Das wird ihm den Rest geben. Ich wette, wenn er den Brief gelesen hat, dann ruft er sofort nach seinem Doktor. Und der Doktor bin ich. Dottore Malatesta. Und dann beginnt das Finale des Stückes.
Armer Pasquale. Geschlagen. Was kannst du weitermachen? Und was kannst du weitermachen? Gehe hin und häng dich auf, gehe hin und häng dich auf. Let's go.
das Fahle, wo sie ist zu Ende, und das kannst du weiter machen. Geh hin und häng dich auf, häng dich auf, was kannst du weiter machen? Geh hin und häng dich auf, geh hin und häng dich auf, was kannst du weiter machen? Was war denn los? Sagten die Gatten,
aus. Oh, das gab ein Stolten zwischen den Beinen. Aber das Deutsche entsetzten sich und setzten sich doch gern. Da ist ein Neffe. Auch mit im Spiel. Glück, dass ich den Lakaien noch abgefangen habe. Hör auf zu lachen, jetzt wird's ernst. Hast du verstanden? Vollkommen. Rasch in den Garten meine Rolle zu spielen. Und ich spiel dort die meine. Doch vor allem Pasquale darf dich nicht erkennen. Keine Sorge. Und hörst du uns dann kommen? Dann versteckt mich der Mantel. Ganz wie besprochen. Es muss gelingen. Pasquale. Ach, Schwager, ich bin ja nur noch ein wandelnder Leichnam. Sagt, was ist denn geschehen? So redet. Und dass mich meine eigene Verbohrtheit in diese Lage brachte. Hätte ich Norina Ernesto nur gegeben. Das ist sehr gut zu wissen. Wollt ihr mir nicht erklären? Was ich erworben in Jahren, verschwendet sie sinnlos mir für Putzkram. Das ist noch gar nichts. Noch gar nichts. Der Frau Gemahlin steht der Sinn nach Theater. Ich sprach mit ihr in Güte, aber sie will nichts hören. Und wie ich schließlich befehle, hebt sie die Hand, um mich zu schlagen. Eine Ohrfeige? Eine Ohrfeige. Die Ohrfeige geht ja noch. Doch es kommt noch schlimmer. Lest das hier. Ich bin versteinert. Nicht möglich, meine Schwester so engelsgut und reizend. Ja, für euch mag sie gut sein. Doch ich verzichte. Dass sie so schlecht sei, kann ich mir nicht denken. Doch ich bin meiner Sache völlig sicher.
Und deshalb ließ ich euch so eilig holen, dass ihr mit anseht, wie ich mich jetzt räche. Ja, ja, doch heißt's bedenken. Ist alles schon geschehen, ihr sollt hören. Doch setzt euch. Bin gespannt schon, so lasst hören. Stille, stille, leise, leise, stille, stille, leise, leise, schleichen wir uns in den Garten. Meine Leute rings im Kreise, meine Leute rings im Kreise, lass ich in der Büsche warten. Will das Pärchen sich umfangen, werden beide sie gefangen. Und wir bringen ohne Säumen beide dann zur Polizei. Hält das Pärchen sich umfangen, werden beide sie gefangen. Und wir bringen ohne Säumen beide dann zur Polizei. Und wir bringen ohne Säumen beide dann zur Polizei. Und wir bringen ohne Säumen beide dann zur Polizei. Lieber Freund, es wär gescheiter, lieber Freund, es wär gescheiter, wenn wir zwei sie entdecken. Und ich glaub, wir kommen weiter, und ich glaub, wir kommen weiter, wenn wir beide sie entdecken. Erst mit Bitten, dann mit Drohen wirken wir noch beide ein. Sie feierlich entsagen ihren dummen Liebelein. Erst mit Bitten, dann mit Drohen wirken wir auf beide ein. Bis sie feierlich entsagen ihren dummen Liebelein. Bis sie feierlich entsagen ihren dummen Liebelein. Bis sie feierlich entsagen ihren dummen Liebelein. Doch ich denk, für all die Dinge ist die Strafe zu gering. Doch bedenkt, sie ist meine Schwester. Sie muss fort aus meinem Hause, sie muss fort aus meinem Hause. Alles andere ist mir gleich. Die Affäre ist sehr heikel, ja, sehr heikel, ja, sehr heikel. Und man darf nichts übereilen, übereilen, übereilen. Ja, bedenkt nur und überlegt euch doch. Immer kommt sie mir ins Haus, nein, nein. Alle Welt wird euch verlachen, meinetwegen wollt ihr so ein Aufsehen machen, meinetwegen. Nein, das geht nicht, ganz unmöglich. Nein, das hätte keinen Zweck. Ganz unmöglich, nein, das geht nicht. Doch geohrfeigt bin ich, hier ist noch der Fleck. Wär's nicht möglich? Halt, jetzt hab ich's. Lasst euch küssen, sagt doch, wieder, lasst doch hören. In den Hecken wollen wir heimlich uns verstecken und wir können sie belauschen, wenn sie Liebesschwüre tauschen und auf einmal stehen wir da. Bravo, 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 das gefällt mir, ausgezeichnet, das gefällt mir, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Bravo, 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 ja, ausgezeichnet. Hüte dich, hüte dich, mein liebes Weibchen, denn meine Rache wird dich erreichen. Heimlich und leise rückt sie dir näher, ehe du's vermutest, ist sie schon da. Ja, nun versagen dir all deine Mittelchen, der weiche Lächeln und der zarte Tränenblick, und versagen dir all deine Mittelchen, der weiche Lächeln und der zarte Tränenblick, ist nach der Augenblick, da ich mich räche, kann es nach der Augenblick, da ich mich räche, kann das immer
träumt noch von Rache, wenn er nur ahnte, was ich jetzt mache. Ein sein Getobe kann ihm nichts helfen, zu ist die Falle und er sitzt drin. Vergebens brütet er nach einem Oh,
doch nie mehr kann die Träne uns dann verteilen. Und heb dich dann im Bett, da willst du weinen. Doch nie mehr kann die Träne uns dann zärtlich hier geturtelt. Don Pasquale, ich muss mich wundern, hier war keine Seele. Oh, diese Schlange. Noch so dreist zu leugnen, ich werde ihn schon finden. Und ich sag euch, kein Mensch war hier bei mir.
ihr, ihr fantasiert wohl. Und was machtest du hier zu dieser Stunde? Ach, ich genoss die Nachtluft. Die Nachtluft? Schamloses Weibsbild, scher dich aus meinem Hause. Ich habe... Ihr habt euch, verehrter Gatte, in der Tonart vergriffen. Hinaus da und schleunigst. Auch nicht im Traume, denn das ist mein Haus. Ich bleibe. Kreuzbomben und Granaten. Don Pasquale, jetzt ist die Reihe an mir. Will ich dir alles, was ich sage, habe ich Vollmacht. Vollkommen. Jetzt wird der alte Schnauben. Pass auf, erst die Erstaunte, dann die Empörte. Sophronia, nun hör doch, ich meine es nur gut und möchte dir die Schande ersparen. Mehr eine Schande. Bravissimo. Ab morgen herrscht im Hause noch eine andere Gattin. Was soll das heißen? Mir ist das Kränkung. Jetzt kannst du langsam anfangen zu toben. Wer ist die Frau? Ernestus' Frau, Norina. Die durchtriebene Norina wird seine Gattin. Bravo, Herr Doktor. Seht, wie sie anbeißt. Das tut man nur, um mich zu ärgern. Norina hier mit mir unter einem Dach. Nein, niemals. Viel lieber gehe ich. Wo machte sie das doch nur wahr? Doch, ein Momentchen. Vielleicht ist diese Heirat nur eine Finte. Ich will mich überzeugen. Oh, bitte. Don Pasquale, hier heißt es handeln. Gebt den beiden nur schleunigst euren Segen, sonst scheitert unser Plan. In Gottes Namen, ich... Heraus da, ihr Leute, Ernesto! Da bin ich! Ernesto, es bietet Don Pasquale Norina dir zur Gattin und eine Rente von rund 4000 Talern. Ach, ah, bester Onkel, ist das wahr? Nur nicht lange überlegen, sagt nur ja. Das gibt's nicht! Jawohl, das gibt es! Geh und hole Norina her mit ihr und dann empfanget meinen Segen. Segen? Kann man denn holen, was längst schon da ist? Was soll, was heißt denn das? Das ist Norina. Das ist Norina. Ich bin betrogen. Wo ist Sophronia? Die existiert nicht. Und meine Ehe war eine Täuschung, die ich ersonnen, um euch zu kurieren. Oh, welche Pferdegut. Aber mir scheint, sie hat wirklich geholfen. Oh, welche Pferdegut. Lass mich erweichen. Was auch geschehen ist, ich will verzeihen. Seid beide glücklich in Ewigkeit. Bravo, bravo, Don Pasquale, ihr seid reif für das Finale. Träumet, muss nicht gut sein. Es gibt Wünsche.